Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du dich zu dem Video einschaltest. Vielleicht siehst du es jetzt gleich live. Heute am Montag, dem 3. Juni um 12, vielleicht auch später erst die Aufnahme. Und ich bin wieder mit einem ganzen Stapel verschiedener Begriffe, aus denen ich gleich zwei Begriffe ziehen werde. Einmal für die Woche vom 3. Juni und dann für die nächste, die kommende Woche auch noch dazu. Und diese Wörter, die ich ziehe, das sind Begriffe, die ich über die Jahre gesammelt habe. Also es sind keine neuen Begriffe und gleichzeitig solche, die uns immer wieder und immer wieder begegnen, mal mit mehr so profunden Bedeutungszuschreibungen, mehr wenig, also und mal weniger Wichtigkeit im Alltag. Und das Schöne ist, wenn wir uns mit diesen Begriffen näher beschäftigen, wenn wir da mal reingehen und schauen, was denke ich denn gewohnheitsmäßig darüber? Und ist das wirklich wahr? Ist das wirklich meine ganz persönliche Wahrheit, Realität, beziehungsweise wenn ich so denke, welchen Einfluss hat das dann? Also wie gestalte ich mir mit diesen Gedanken dann meine Wirklichkeit? Und ich weiß tatsächlich immer nicht, was kommt. Also das ist live und spontan, damit es eben ungefiltert kommt. Und schauen wir mal, die Karte für die Woche vom 3. Juni und die Karte für die Woche vom 10. Juni. Die lege ich hier drüber. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Die erste Karte ist die Zuversicht. Und also ich merke sofort, yeah. Was für eine schöne Erinnerung, beziehungsweise so ein Energieschwung und Zuversicht. Ich mag das. Also ich mag das Wort mit seinem Inhalt und diese verschiedenen Komponenten, die da drin stecken, ja, mit Sicht, mit hinzu, mit, ja, da steckt sehr viel auch tatsächlich über das Sehen, also nicht nur die innere Sicht, sondern auch das, was wir über unseren visuellen Sinn erfassen können. Und Zuversicht, schau mal für dich in dieser Woche. Also wenn du das als Begriff nimmst für die Woche vom 3. Juni, vielleicht ist es etwas, oder du sagst, oh ja, so ein bisschen Zuversicht könnte ich aber gerade echt mal gebrauchen. Ja, vielleicht ist es etwas, dass du etwas Neues beginnst und sagst, okay, ich habe keine Ahnung was. Und wenn das schief geht und wer weiß, was dann ist. Und ja, da baut sich sozusagen vielleicht ein Gebilde auf in deinem Kopf, das dich zurückschrecken lässt oder dass du am liebsten unter die Bettdecke kriechen möchtest. Und dafür ist das eine wunderbare Ermutigungskarte. Und diese Fähigkeit ist uns angeboren, zuversichtlich zu sein. Also wenn wir Kinder beobachten, ja, schon von Minis, mit wie viel Freude und Strahlen und ja, sie sich auf Entdeckungsreise begeben und da ist. Und wenn was schief geht, ja, okay, hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen, immer wieder und immer wieder. Und das hat, wenn etwas schief geht, das hat nichts, also zumindest so wie ich das sehe, wenn wir das nicht persönlich nehmen. Also wenn Kinder schon
denken würden, so nach dem Motto, ich bin zu blöd zum Laufen, weil ich es beim ersten Mal nicht schaffe, dann würden wir alle noch krabbeln oder Popo rutschen. Und mit diesem Sinn, also hinzu, Hoffnung, Zuversicht, damit sind wir geboren. Und sich daran wieder zu erinnern, das möchte ich gerne mit dieser Karte und beziehungsweise so nach dem Motto, hey, da ist dein, ja, da gibt es so einen schönen Spruch, also solltest du ein Zeichen brauchen, hier ist es. Wir können nur mit Zuversicht wirklich Dinge kreieren, die uns weiterbringen. Wenn wir aus Hoffnungslosigkeit oder Pessimismus, das hat auch eh keinen Sinn und wo so, dann entsteht kein Fortschritt, der tatsächlich angesichts der Sachen, die in der Welt passieren, wenn wir darauf gucken und keine Zuversicht haben, ich glaube, dann können wir einpacken. Und das ist so diese Grundkapazität, diese nicht nur Eigenschaft, sondern wirklich so, das ist es uns angeboren und da wieder anzudocken, das rauszunehmen und zu sagen, okay, wenn ich mal nicht denken würde oder annehmen würde und als gegeben hinnehmen würde, dass die Wirtschaft schlecht ist, dass sowieso alles keinen Sinn hat und dass die Nachbarn doof sind und so weiter, sondern wenn ich aufmachen würde mit Zuversicht, zuversichtlich in diese aus der Zuversicht heraus Dinge betrachten würde, was würde mir dann Neues einfallen? Was würde ich dann versuchen, von dem ich dachte, dass es bisher unmöglich ist? Zuversicht ist großartig. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel davon, eine Riesenportion Zuversicht. Und wünsche dir sehr, dass du daraus schöpfen kannst in dieser Woche, dass dir Dinge, dass du in die Zukunft, beziehungsweise eben nicht in die Zukunft schaust, sondern naja, dann irgendwann, sondern quasi die Zukunft, dass du verstehst, dass diese Zuversicht, diese Zukunft jetzt ist, dass du jetzt daraus schöpfen kannst. Und Punkt. Nimm das gerne einfach für dich, für diese Woche als Leitgefühl. Also wenn du das quasi freiräumen kannst, die Quelle, ja, von irgendwelchen Stöckchen und Schmodder oder was auch immer da liegt, nimm dir das, dass die Zukunft, die Zuversicht wieder frisch sprudeln kann. Okay? Zuversicht für die Woche vom 3. Juni. Und wir haben Beweglichkeit für die Woche vom 10. Juni. Yay. Beweglichkeit ist für mich eine sehr schöne Einladung, sowohl körperlich als auch geistig, auf die körperliche als, also sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige Beweglichkeit zu schauen. Und auch da beweglicher zu werden in Richtung einer Vorannahme, beziehungsweise zu schauen, dich zu überprüfen, das, was du denkst, das stimmt, das wahr ist. Da mal zu noch eine Stufe tiefer und noch eine Stufe tiefer und noch eine Stufe tiefer. Ist das wirklich so? Ist das wirklich wahr? Wenn, ja, das, also körperlich oder geistig, egal. So dieser Spruch, naja, das ist halt im Alter so. Oder, naja, kann man nichts machen. Oder, naja, habe ich schon immer gewusst oder früher war das auch schon so, da konnte ich das auch nicht. Ja, so diese Pauschalisierungen,
Und wenn sie wahr wären, dann gäbe es keine Gegenbeispiele. Und zu gucken, naja, die anderen können das ja vielleicht. Ja, wenn ich so auch so viel Geld hätte, dann könnte ich das. Oder wenn, ja, so. Und da lädt die Beweglichkeit sehr ein, zu gucken, okay, wenn ich das mal in Frage stelle, wenn ich mir erlaube, in meinem Geist mal so beweglich zu sein und das mal zu bewegen, also diese feststehende Annahme, dieses, das ist eben so, mal vom Sockel zu schmeißen und zu sagen, nö, nur weil es immer so war, heißt es nicht, dass es immer so bleiben muss und dass es überhaupt so ist. Weil wir kreieren uns das. Wir filmen nicht innerlich mit einer Kamera die Welt so, wie sie ist, sondern wir projizieren und dann erleben wir, was wir projizieren und dann interpretieren wir, was wir projizieren. Und da liegt die Chance, in die Bewegung zu gehen, in dieses, ah, ich habe das so schön gehört von Lynn Robertson, die sagte, also auf Englisch, you can always change your mind. Wir können immer unsere Meinung ändern. Und wenn wir einen anderen Gedanken zulassen, einen neuen Gedanken, möglicherweise sogar einen eigenen Gedanken zulassen und ihn denken, dann können wir mit einem Gedanken tatsächlich die Welt ändern. Und das klingt immer so, wow, Welt ändern. Ja, unsere eigene Welt, unser Erleben. Und mir passiert das immer öfter ist dieses, neulich bin ich sogar, da bin ich mit einem Grummeln eingeschlafen und dachte, das wirst du, aber da musst du an der Vergebung schon ganz schön viel arbeiten. Ja, Vergebung dauert. Boah. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gemerkt, krass, der Gedanke ist weg. Und damit auch das Grummelgefühl und damit das Muss vergeben zu müssen, weil das war einfach nicht mehr da. Die Tatsache als solches, dass ich mich darüber geärgert habe, ja, und gleichzeitig, ja, also die Situation hat sich nicht geändert, aber mein Gedanke dazu, beziehungsweise ich habe gar nicht mehr mich damit beschäftigt. Ich habe meine Energie, meine Zeit nicht mehr damit beschäftigt und damit war der Weg frei. Und diese Beweglichkeit. Als Wort für die Woche vom 10. Juni, das möchte ich dir sehr ans Herz legen, um dir zu erlauben, dir zuzumuten und dir zu vertrauen, dass du das genauso kannst. Also genauso heißt jetzt nicht genauso wie ich, sondern dass du diese Fähigkeit, deine Welt zu ändern, so wie jeder Mensch hast, wenn du glaubst, es geht nicht. Denk nochmal, also dieses Think again, ja, dann ist es ein Glaubenssatz. Und Glaubenssätze sind Gedanken, die regelmäßig, ja, die sich so, sozusagen manifestiert haben, wie so erst ein Trampelpfad und dann ist es die Autobahn geworden. Und das heißt nicht, dass nur weil es da eine Autobahn gibt, dass ich die Autobahn benutzen muss, weil wenn die mich zu einem Ort führt, an dem ich mich nicht wohl fühle, heißt es nicht, dass ich sie nehmen muss. Dann kann ich einen anderen Trampelpfad nehmen und den zur Autobahn machen oder ich kann einen Zug nehmen oder das Fahrrad oder fliegen oder wie auch immer. So dieses dir zu erlauben oder vielleicht ist die Woche dann eine gute Möglichkeit, um mal gegen zu checken, was denke ich, dass es so ist. Und sehe bei anderen, dass es nicht so ist. Das heißt dann, das ist dann variabel. Das heißt, da ist Beweglichkeit drin. Das ist nicht feststehend. Dass wir denken, ist eine Konstante. Aber diese Beweglichkeit und diese Möglichkeit immer wieder und immer wieder Dinge zu bewegen, zu verändern, so wie du es möchtest, in die Richtung, in die du es möchtest. Das ist sozusagen der Impuls für die Woche vom 10. Juni oder eben auch schon eher, du kannst es auch jetzt nehmen. Also wir haben
die Zuversicht und die Beweglichkeit. Und ich glaube, dass das sehr, sehr eng miteinander verknüpft ist. Wenn ich weiß, dass das, was ich denke, dass es nicht geht, nur in meiner Welt nicht geht, und ich weiß, möglicherweise kann ich das auch ändern, dann wächst bei mir die Zuversicht. Das heißt nicht, dass ich es dann gleich weiß oder dass ich nicht irgendwie, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll und so. Aber dieses Grundgefühl, das ist da. Also nur weil ich Zuversicht habe, so wie wir alle, heißt es nicht, dass ich gleich weiß, wie es geht oder dass ich aus der Sorge oder zum Teil auch Verzweiflung oder der Unsicherheit gleich raus bin. Ich kann jedoch darauf vertrauen und ich kann darauf vertrauen, dass wenn ich Platz mache, ja, wenn ich so beweglich bin, dass ich weiß, okay, ich kann meine Gedanken auch mal ja, einfach sein lassen, dann ist so viel Bewegung drin, so viel Beweglichkeit, dass die eigenen Gedanken, die eigene Weisheit so oder so oder so zum Vorschein kommt und damit kann ich dann arbeiten. Und also für mich hängt das sehr, sehr stark und sehr, sehr schön auch zusammen. Zuversicht und Beweglichkeit, Beweglichkeit, Zuversicht in diesem Zusammenhang. Und da lade ich dich sehr ein, dass du damit mal spielst. Also sowohl die mit der Zuversicht als auch mit der Beweglichkeit, mit dem, wo siehst du für dich, dass du zuversichtlich bist? Ja, und warum? Was sind dann deine Gedanken, von denen du denkst, also von denen du das, worauf du das basierst und du sagst, ah nee, das ist eh hoffnungslos oder gehst du in die Gleichgültigkeit? Auf der Basis von welchen Annahmen? Und wenn du diese Annahmen eher mal durchschütteln würdest oder wie bei so einem Kaleidoskop, ja, nochmal neu und das sortiert sich alles anders, was passiert dann? Und das ist das, was wir als Konstante haben. Die Wirklichkeit ist nicht konstant, aber diese Fähigkeit, das, was in uns ist, diese Energie immer wieder und immer wieder neu zu kreieren, neu zu gestalten, sich dessen bewusst zu werden, ist ziemlich cool. Und wenn du das Gefühl hast, du hängst fest, ja, so nach dem Motto, hahaha, Beweglichkeit, ich bin aber hier festgebunden, nichts ist mit Beweglichkeit, ich kann ja nicht mal meine Pausen selber bestimmen, ja, sei es jetzt in der Arbeitswelt oder in Beziehungen, privat, also eher in deinem Leben, in bestimmten Bereichen und du hast das Gefühl, du kommst da nicht raus und könntest eine gute Portion Zuversicht gebrauchen und sozusagen auch eine Begleitung wieder in Bewegung zu kommen oder dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest und brauchst Hilfe dabei, melde dich gern. Also das heißt, ja, wir können einfach ein Kennenlerngespräch machen, wir können darüber quatschen, was wäre möglich, welche Ansatzpunkte gibt es, damit du für dich wieder in Bewegung kommst, damit diese innere Beweglichkeit und damit ja, diese ganzen Puzzlesteine sich wieder neu sortieren können für dich. Meld dich da gerne oder schau mal auf meiner Website www.giselabacke.com bei dieser Beweglichkeit bin ich dir sehr, sehr gerne behilflich. Soweit für heute, für die Montagsziehung. Ich wünsche dir eine sehr, sehr gute Zeit und freue mich über einen Kommentar oder über eine Frage. Ja, wenn du sagst, ja, aber, sehr gerne. Lass uns ins Gespräch gehen. Ich freue mich drauf und sag dann einfach mal bis bald. Ciao.